Und dieses Enzym ist eben magnesiumabhängig. Das ist ganz wichtig, Punkt Nummer 1. So, dann entsteht 25-Hydroxyvitamin D. Ja, also ihr seht, es ist, wenn man ein bisschen die Biochemie dahinter versteht, dann ist das alles sehr, sehr logisch. Hallo und Dankeschön, dass du auch wieder mit dabei bist auf Rohvegan am Limit bei Patrick Strohbach. Und ich möchte dir heute etwas erzählen über ein Faszinosum meines Erachtens, über ein Vitamin D-Metabolit, der bei uns jederzeit in der Leber und in der Niere synthetisiert wird, auch täglich, aber niemand darüber spricht und niemand so richtig weiß, was dieser überhaupt macht. Und des Weiteren, warum ist Magnesium so entscheidend und sollte man Calcium eventuell dazu supplementieren bei der allgemeinen Vitamin D-Supplementation, die heute so vonstatten geht bei den Menschen? Das erfährst du alles in diesem Video. Bleib dran, es wird wirklich sehr, sehr informativ. Zunächst müssen wir einmal hier verifizieren, dass 2/3 der Menschen laut dem RKI auch schon nicht suffizient mit Vitamin D versorgt sind. Meines Erachtens ist es deutlich mehr. Ja. So, das ist aber nicht alles, denn auch 1/3 erreichen nicht die vorgeschriebenen Magnesium-Richtwerte, obwohl diese schon sehr, sehr tief angesiedelt sind. Meines Erachtens sind es deutlich, deutlich mehr. Es gibt Menschen, die haben einen Vitamin-D-Mangel und supplementieren diesem entgegen. Was aber dann vonstatten geht, ist, dass diese trotz Supplementation einen hormonellen Vitamin-D-Mangel weiterhin aufrechterhalten. Und das hängt nicht damit zusammen mit der fortlaufenden Gabe von Vitamin D, sondern mit dem Fehlen von Kofaktoren wie zum Beispiel Magnesium, welches essentiell ist bei der Herstellung von den suffizient wichtigen Vitamin-D-Metaboliten bei uns im Körper. Vor einiger Zeit konnte ich verifizieren auf diesem Kanal, dass Glutathion eine entscheidende Rolle bei der Synthese von Vitamin-D-Metaboliten spielt. Das gleiche gilt übrigens auch für Magnesium. Es ist essentiell dabei. In unserem Produkt ist zwar Magnesium enthalten, aber gerade so viel, dass die Vitamin-D-Metabolite entstehen können. Das heißt aber nicht, dass dies ausreicht, um den allgemeinen Magnesiummangel zu beseitigen. Von daher an, viele Menschen heutzutage haben Stress oder machen sich Stress oder empfinden Stress. Laut Umfragen ist Deutschland auch das Land, wo die Menschen sich am wenigsten frei fühlen in Gesamteuropa. Und das löst auch unter anderem Stress aus. Es gibt viele Faktoren, auf der Arbeit auch. Viele Menschen bangen um ihren Job. Viele Menschen haben auf der Arbeit Stress. Viele Menschen sind auch sportlich aktiv. Und das sind alles Faktoren, die jetzt mehr zu Trage kommen als sonst und deshalb auch ganz klar mehr damit einhergehen bei Manifestationen von Magnesiummangeln. Wenn du zwar genügend Magnesium da hättest für die Synthese von Vitamin D, kann es aber sein, dass dein Körper andere Prioritäten setzt und es vielleicht wichtiger ist, gerade zur Relaxation deiner Muskulatur dieses heranzieht. Von daher supplementiere ich eigentlich immer noch täglich zusätzliches Magnesium. Das haben wir jetzt vor kurzem noch rausgebracht, also fast Tiefpreisgarantie, sage ich euch. Weil es uns einfach so wichtig war, dass dieses behoben wird, damit die Menschen wirklich suffizient und ausreichend Vitamin D bilden können. Magnesium ist ein Antagonist von Calcium und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja, so, denn Calcium gehört normalerweise in unsere Knochen. Zum Großteil, zum allergrößten Teil. Das muss und soll so sein. Denn wenn das nicht so ist und dieses dort in der Blutbahn verweilt, dann passiert Folgendes. Es findet eine Kalzifizierung statt, genau genommen eine Verkalkung der Arterien. Es ist ziemlich ironisch, denn dort entsteht kein Kalk. Man spricht trotzdem von Verkalken. Dort entstehen Calciumphosphate und die bilden die Plaques, die dementsprechend Arterienverkalkungen quasi hervorrufen. Das kann unterbunden werden, denn Magnesium ist ebenfalls ein Erdalkalimetall und hat ebenfalls eine zweifach positive ionische Ladung und hat ähnliche Eigenschaften und kann ähnliche Verbindungen eingehen. Zum Beispiel Magnesiumphosphate bilden nicht solche Plaques in dem Maße, weil sie ein ganz anderes Löslichkeitsprodukt aufweisen. So, das gleiche gilt übrigens auch bei Nierensteinen, denn Nierensteine sind Calciumoxalate. Wenn sehr viel Calcium in der Blutbahn ist, dann wird dieses dort hinaus befördert und über die Niere ausgeschieden, über Calcitonin, die Schilddrüse macht das. Das Entscheidende ist aber das, dass dabei vermehrtes Aufkommen und Akkumulation stattfinden in der Niere von Calcium und damit Calciumoxalate entstehen. Das ist die Nierenkrankheit Nummer 1, Nierensteine. Und wenn man eben sehr viel gleichzeitig auch Antagonisten zur Seite stellen kann im Calcium, zum Beispiel Magnesium, dann entstehen Magnesiumoxalate. Und diese sind, wie schon beschrieben, ein anderes Löslichkeitsprodukt. Diese sind deutlich besser wasserlöslich und bilden eben nicht solche Nierensteine.
Wieso aber jetzt Magnesium bei einem Vitamin-D-Mangel so entscheidend ist und wieso es zu Knochenbrüchigkeit führt, das erkläre ich euch jetzt. Wenn zum Beispiel Vitamin D über die Haut aufgenommen wird, ja, dann ist das 7-Dehydrocholesterol und das wird umgewandelt in Kohlekalzifurol bei uns im Körper. Das Entscheidende ist das, vergesst diesen Vorgang, denn ihr werdet nicht suffizient genügend Vitamin D synthetisieren können, das ganze Land, wenn dein Breitengrad Deutschland ist, ja, in dem du lebst. Von daher an fangen wir sofort an bei der Supplementation, nimmst du Kohlekalzifurol auf. Das ist eine Form, die Vorstufe des Vitamin Ds, ja, so. Und diese kann sofort in die Zelle hineingehen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt und ich war einer der Ersten in Deutschland, wenn nicht der Erste, der das aufgeklärt hat, dass jede Zelle dazu befähigt ist, das, was ich euch alles zeigen werde, gleich die Prozesse, die bei unserem Körper, in der Leber, in der Niere stattfinden, selbst in der Zelle durchführen kann. Und dass es entscheidend ist, dass jeden Tag frisches Kohlekalzifurol zugeführt wird, dass Vitamin D kein Speicherhormon ist für den Zellstoffwechsel, das heißt den autokrinen Weg von Vitamin D. Das würde als hier so weit führen. Was das Kohlekalzifurol macht nach der Supplementation, es geht in die Leber. In der Leber wartet ein Enzym, das heißt 25-Hydroxylase. Das 25-Hydroxylase heißt so, das ist ziemlich altfallslos, denn an der 25. Stelle des Kohlenstoffatoms wird eine OH-Gruppe, eine Hydroxidgruppe addiert. Ja? So. Und dieses Enzym ist eben magnesiumabhängig. Das ist ganz wichtig, Punkt Nummer 1. So, dann entsteht 25-Hydroxyvitamin D. Ja? Also ihr seht, es ist, wenn man ein bisschen die Biochemie dahinter versteht, dann ist das alles sehr, sehr logisch. Die Namen, die zuvor sehr abstrus und komplex für einen gewirkt haben. So, dieses wird dann dementsprechend an Vitamin D bindende Proteine addiert, damit es transportiert werden kann. Das ist ebenfalls magnesiumabhängig. Danach geht es in die Niere und dort wartet ein weiteres Enzym, was magnesiumabhängig ist. Und das ist die 1-Alpha-Hydroxylase. Warum heißt sie so? Weil am ersten Kohlenstoffatom, dem Alpha-Kohlenstoffatom, eine Hydroxygruppe addiert wird. 1-Alpha-Hydroxylase. So einfach. Und aus dem 25-Vitamin D, beziehungsweise 25-Hydroxyvitamin D, wird, jetzt ist noch eine OH-Gruppe an der ersten Stelle addiert worden, das heißt, wir haben 1 und 25, die 2-Hydroxyvitamin-D3. So logisch ist das, ja? So. Und das nennt sich auch Kohlekalzitriol. Wenn man das nochmal genauestens sich hier anschaut, dann sehen wir, dass von der Reihenfolge her immer eine OH-Gruppe quasi addiert worden ist. Und am Ende haben wir eben 3, deshalb heißt es Calcitriol. Ja, so. Wir sehen, dass Magnesium eine sehr entscheidende Rolle spielt bei der Bildung des Vitamin-D-Hormons, also Calcitriol, also 1,25-Dihydroxyvitamin-D3. Und das ist ein ganz wichtiges Hormon, denn das steuert die Calciumaufnahme, sehen wir hier, bei uns im Darm. Wenn das Calcitriol nicht in ausreichenden Mengen zu finden ist in deinen Enterozyten, den Darmzellen, dann wird die Calciumabsorption, ja, so, aus der Nahrung herabgesetzt. Dein Körper kann kein Calcium bzw. zu wenig Calcium aufnehmen über die Enterozyten, über den Darm, wenn die hormonelle Form des Vitamin Ds nicht da ist. Denn diese bildet Calciumkanäle aus, beziehungsweise Calciumabsorptionskanäle nenne ich jetzt einfach mal, ja. Das Calcium in die Enterozyte, das heißt in die Darmzelle hineingehen kann und dann dementsprechend ins Blut. Das Problem ist das. Jetzt kann man ja denken, ja, was ist denn das für ein Problem, wenn wir weniger Calcium aufnehmen? Das ganze Calcium ist ja in den Knochen, wir kriegen ja keine Osteoporose. Nein, unser Körper hat einen Warnmechanismus und dort spielt nämlich ein Parathormon von der Nebenschilddrüse eine entscheidende Rolle. Denn diese hat einen Sensor. Wenn zu wenig Calcium in der Blutbahn ist, wird Calcium aus den Knochen herausgelöst. Und das macht das Parathormon. So, und das ist eben das große Problem, dass dadurch natürlich Osteoporose vonstatten geht. Des Weiteren wird auch aus dem Primärhahn die Rückresorption von Calcium durch das Parathormon veranlasst halt, ne, dass weniger Calcium den Körper verlässt. Da ist es eher nicht wichtig, Calcium zu supplementieren, denn das regelt unser Körper, wenn genügend Vitamin D, die hormonelle Form da ist und Magnesium, selbst wenn du denn Nahrung konsumierst mit Calcium natürlich halt, ne, wie viel er davon aufnimmt und wie viel er nicht davon aufnimmt halt dementsprechend, ja. So, denn
Zu viel Calcium führt dann dementsprechend auch, haben wir gerade gelernt, zu Plaques in den Arterien. Ja? Von daher an sollte man da auf eine ausreichende Ernährung achten. Das ist völlig ausreichend und genügend Vitamin D und Magnesium. Dann holt der Körper sich das Calcium aus der Nahrung. So, Calcitonin, ja, ist sehr wichtig, wird von der Schilddrüse gebildet und reguliert ebenfalls den Calciumspiegel halt. Ja? Es wirkt den Knochenabbau entgegen. Daher spielt die Schilddrüse ebenfalls eine entscheidende Rolle im Knochenaufbau, möchte ich hier nochmal kurz sagen, sollte ebenfalls bei Osteoporose immer getestet werden, wird niemals getestet, ja. So, denn es fördert unter anderem die Ausscheidung auch von zu viel Calcium halt, ja. So, was auch wichtig ist bei der Prävention von Plaques in den Arterien. Und jetzt kommt was sehr, sehr Spannendes, und zwar Magnesium reguliert ein weiteres Enzym, über das überhaupt gar nicht gesprochen wird. Es gibt so 1000 Videos von 1000 Vitamin-D-Gurus, ja, niemand hat darüber berichtet. Ich finde es echt ein Faszinosum. Und in Deutschland wird auch nicht danach geforscht halt, ja. Also es gibt, wir haben ja gerade gesehen, Magnesium ist entscheidend bei den Enzymen, die Vitamin D immer weiter verarbeiten. Es gibt noch ein weiteres Enzym, das heißt nicht, wir hatten schon die 25-Hydroxylase, 1-Alpha-Hydroxylase, die das Hormonhergestellt hat, und dann gibt es noch die 24-Hydroxylase. Und über dieses Enzym spricht niemand. Denn dieses Enzym ist sehr entscheidend bei uns. Denn dieses Enzym hat einen toxikologischen Stellenwert, beziehungsweise einen antitoxikologischen Stellenwert bei uns im Körper. Denn es schützt uns vor einer Überdosierung von Vitamin D. Denn diese 24-Hydroxylase schiebt an der 24. Stelle des Kohlenstoffatomgerüsts, des Vitamin D, des Rückens quasi, ja, schiebt es eine Hydroxygruppe ein und inaktiviert damit Vitamin D. Das kann es sowohl bei dem aus dem Leber hergestellten Vitamin D machen, das als Speicherhormon, was man auch misst, was 15 Tage bei uns im Blut verweilt, das ist das 25-Vitamin-D-Hydroxy, wird dann dementsprechend zu 24-25-Vitamin-D-Hydroxy, was inaktiviert wird. Das 1,25-Dihydroxy-Vitamin-D3, was die hormonelle Form darstellt, wird dementsprechend zu 1,24-25-Trihydroxy-Vitamin-D3 und ist ebenfalls inaktiviert. Darüber spricht niemand, dass Magnesium auch sehr, sehr entscheidend ist bei Überdosierungen von Vitamin D, weil es kann dies inaktivieren, beziehungsweise auch ein fettlösliches Vitamin hat immer eine toxikologische Bedeutung bei uns. Ja? Wasserlösliche Dinge können sehr leicht ausgeschieden werden, fettlösliche nicht, denn die fettlöslichen unterliegen der Entgiftungsfunktion unseres Körpers. Denn in der Leber werden fettlösliche Stoffe, glucuroniert oder an Glutathion, addiert. Und dadurch werden sie wasserlöslich und können über den Primärhahn ausgeschieden werden. Wasserlösliche Stoffe überspringen diesen Teil und können sofort ausgeschieden werden. Von daher ist es sehr, sehr entscheidend, dass unser Körper anscheinend einen Mechanismus hat, dass zu viel Vitamin D für ihn nicht gut ist und er es auch regulieren und inaktivieren kann. Darüber hat bisher in Deutschland noch nie jemand gesprochen. Das Entscheidende ist aber jetzt das, dass Calcitrosäure, darüber gibt es nicht einen Eintrag in Deutschland, auch noch keine Studie, wie auch immer, und sehr wenig Studien allgemein nur, entsteht bei diesem Vorgang der Inaktivierung des hormonellen Vitamin D3s. Und Calcitrosäure entsteht in der Leber und auch in der Niere. Und niemand weiß so wirklich, was es überhaupt bei uns im Körper macht. Und es wird auch nicht danach geforscht. Und das finde ich ein Faszinosum, wie egal. Das muss man sich vorstellen, Vitamin D ist seit Jahren ein Thema. Seit Jahren. Und die Wissenschaft hat es nicht mal hinbekommen, herauszufinden, also den kompletten metabolischen Wirkungsgrad und das Wirkungsspektrum des Vitamin Ds quasi offen zu legen. Denn die Calcitronsäure hat in Studien schon ergeben, dass es die Gene beeinflussen kann. Das heißt, inwieweit Genaktivierungen oder ja, Genablesungen, nenne ich es jetzt einfach mal, vonstatten gehen. Und das kann die Calcitronsäure eben beeinflussen. Das heißt, es reguliert unsere Gene. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass bestimmte Proteine bei uns im Körper entstehen. Und es weiß bis heute keiner, was sie machen. Und das finde ich halt wirklich sehr traurig, wenn mir einer erzählen will, dass das und das gut erforscht ist, ja, dass Sucralose oder sowas halt, diese künstlichen synthetischen Süßstoffe super erforscht sind und alles Mögliche halt, ja, und die Leute es nicht mal auf die Reihe bekommen, herauszufinden, was Calcitronsäure beim Vitamin D, dann sage ich ganz klar, ich traue nicht so in dem Maße der Wissenschaft, ja. Naja, auf jeden Fall,
Das soweit von mir. Jetzt wisst ihr ungefähr, ganz wichtig, nochmal Zusammenfassung. Magnesium ist entscheidend bei der Metabolisierung von Vitamin D in die wichtigen Zustandsformen, die unser Körper braucht, zum Erhalt seiner Körperfunktion. Calcium wird eher reguliert über den Darm, wie viel der Körper aufnimmt, wenn genügend Magnesium und Vitamin D da ist und du eine normale Ernährung hast, spielt das keine Rolle, denn zu viel Calcium kann negative Auswirkungen haben, zu viel Magnesium nicht, denn Magnesium bildet keine Nierensteine und verplackt auch nicht deine Arterien. Calcium hingegen schon, von daher Calcium nicht dazu supplementieren. Calcitronsäure ist sehr entscheidend anscheinend, weil es immer entsteht bei uns im Körper die ganze Zeit und bis heute weiß niemand, was dieser Stoff macht. Er steuert aber unsere Gene. Und damit entlasse ich euch einfach mal hier und nach Publikationen halte ich auf jeden Fall weiter Ausschau. Das Magnesium bekommt ihr bei uns auf der Homepage, auch natürlich als Citrat, die bioverfügbarste Form. Wird übrigens auch basisch verstoffwechselt, natürlich, weil es ein Citrat haben, jetzt aus der Zitronensäure halt. Ne? Auf purazell.de vorbeischauen, für mich meine kostenlose Arbeit zu unterstützen. Dankeschön für deinen Support. Bis gleich auf purazell.de und bis zum nächsten Video. Ciao.